Na ihr? Alles fit? Ah, Moment, ich komme gleich zu dir. Gut. Wie kommen wir jetzt hier runter? Da kommen wir gar nicht mehr hoch. Moment, heißt das, wir können gar nicht mehr raus? Na gut. Sei's drum. Ab geht die Fahrt. Dunkelschmiedestein 2. Schon wieder der Zweier. Also wer braucht denn bitte noch Dunkelschmiedestein 2? Der soll jetzt die Hand heben. Bolzen. Bolz ich dir gleich ein. So, was mich jetzt interessieren würde. Ich setze mich mal hin. Kann ich die Karte benutzen? Nein. Also wir kommen nicht raus aus der Mine. Das ist gut. Entschuldigen Sie, wo ist bitte der Ausgang? Einfache Richtung jetzt auch getan. Oh. Kann das sein, dass der Move gar nicht so schlecht ist gegen die, weil wir quasi hauen und nicht schneiden mit dem Move? Könnte sein. Warte mal, ich will mal durchschneiden durch die. Achso, jetzt sind hier nur Soldaten. Naja. Aber mir gefällt eigentlich dieser schwere Angriff, weil der ist recht fix. Guck mal, wie fix der ist. Bumm. So, ist da hinten nicht noch so ein weiteres Tentakelmonster? Ist da nicht sogar ein Bossfight? So ein optionaler. Aber da gibt es Schmiedesteine. Ja, ich... Ah, nee, okay. Kein Bossfight, sondern einfach nur ein dickes Ding. Ja, ich kann abhauen, wenn ich will. Das ist doch schon mal beruhigend. Oder ich nehme mir einfach den Schmiedestein und verpiss mich. Oder was ich auch machen kann... Kotzt du? Ja, du kotzt. Okay. Was ich auch machen kann, ist das jetzt hier probieren. Ich habe voll Mana. Komm, probieren wir mal. Treffe ich dich? Ja. Und gleich nochmal. Ah, guck mal, ich habe ihn vergiftet. Okay, zwei reichen. Ja, dann faul du mal vor dich hin. Au. Ich block einfach. Was willst du machen? Ja, was willst du machen? Der heilt sich einfach. Ja, das kann er natürlich machen. Drecksau. Also wirklich. Hast du dich mal angeguckt? Disgusting. Bah. Wir haben gesehen, es funktioniert. Wahrscheinlich war der andere gar nicht anfällig gegen Fäule. Das kann natürlich sein. Aber bei dem haben jetzt zweimal das gereicht. Das ist gut zu wissen. Schnell 4. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Wir brauchen Dunkelschmiedestein 5, brauchen wir, glaube ich. Kreuzen, na, ja, Gesundheit. Dunkelschmiedestein 4. Ein paar Eierstöcke, geil. So, Leute, ich glaube, ich schnitzel hier mal ein bisschen durch. Oh, goldener Federtierfuß. Geilo. Okay, der war sauer.
Sieht das hier nach Bossfight aus? So langsam? Ja, da ist die Boss-Tür. Oh, Junge. Ich frage mich, was da kommt. Hoffentlich nichts Schlimmes. Oh, wait, da ist eine Gnade. Das ist eine Abkürzung. Oh, wait, sind wir hier? Das sind zwei kombinierte Tunnels, glaube ich, oder? Geht's hier nicht? Oder geht's hier raus? Ah doch, hier geht's raus. Nee, dann ist es nicht der Tunnel. Okay, ja, wir gucken mal. Also wir können ja... Moment, ich kann hier mich einfach hinsetzen und dann bin ich ja wieder fit. Das ist ja ein Free Boss. Das ist ja ein Free Boss. Also, mal gucken. Oh nee. Oh nein. Oh, ich will den nicht fighten. Wenn ich das richtig sehe, ist das, glaube ich, so eine... ist eine Sternenbestie. Die ist hart. Da habe ich noch mit meinem Schwert keine Chance. Oh, die ist richtig übel. Was steht hier? Nachricht lesen. Wertvolles Objekt voraus. Ja? Schlaf versuchen. Schlaf? Nee, aber es bringt ja nichts. Ich wecke ihn ja wieder auf. Keine Pferde voraus. Ja, das glaube ich auch nicht. Oh, Leute. Es ist keine gute Idee, wenn ich... Oh, den mache ich nicht. Also nicht ohne Verluste. Und das wäre halt Verschwendung. Wie viele Runen habe ich eigentlich hier? So mobil. Ich habe ein paar. Was ist... Wie viel ist denn das wert? 2000? Okay. Ich baue ja um die 20.000, ne? Schaffe ich das? Also ich will möglichst alle Runen ausgeben. Damit ich im schlimmsten Fall keine verliere. Na, das reicht, oder? Ja, perfekt. Gut, dann gehen wir noch einmal auf Glaube oder Stärke. Wir gehen auf Glaube. Vielleicht können wir das vergiften, wobei ich komme nicht dazu, das Ding zweimal zu vergiften. Ich muss da, glaube ich, schon Engwall rufen. Also bei dem Vieh... Wobei, was bringt mir Engwall? Was bringt mir Engwall? Der hat doch auch keine Chance gegen das Ding. Nee, ich glaube, Engwall ist es nicht tatsächlich. Ich könnte es wirklich mit dem Drachen versuchen. Wobei, mein Schwert-Spell ist vielleicht noch... Ja, komm... Komm rein. Ah, es ist Magma-Lindwurm. Ah, okay. Nee, dann ist cool. Aua. Das ist nicht so cool, dass ich hier an einem scheiß Leuchter steckt bleibe. Das war so typisch Eldring. Schön an der scheiß Fackel hängen bleiben. Oh, vorbei. Aber ich habe ihn nicht vergiftet, leider. Ich könnte es nochmal probieren. Oh, der trifft mich einfach nicht. Was ein Lappen. Oh, jetzt hat er mich. Ja, nee, das funktioniert nicht. Wobei, komm, einmal probiere ich es noch. Der ist gerade im Modus. Ich glaube, ich hab's. Ja, jetzt bitte. Wenn du da einmal drin steckst, kommst du nicht mal raus. Es ist dumm, aber ich will das mit der Drachenmagie machen. Okay.
Ja, und jetzt vergiften. Nice. Okay. Er verfault vor sich hin. Na, ah, das bin ich gedodged. Du Drecksau. Okay, okay, das ist in Ordnung. Hätte ich vielleicht einmal stun? Ach, du kannst auch Lava machen. Ja, war klar, ne? Nein, 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 nein! Das war's, das war's, das war's! Ah! Tut mir leid, wenn ich sie immer wie so ein Vollidiot am Rumschreien bin. Aber das ist der richtige Zeitpunkt, um rumzuschreien. Why am I still here? Just to fucking suffer! Was macht der denn? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Egal. Wie war ich noch am Leben? Holy shit. Ich glaube, ich mache das einhändig. Ich kann ja eh den Spell nicht machen. Nicht der Move. Ich hasse den. Na, geh weg mit der scheiß Lava. Oh, fuck. Okay, das ist nur der Feuerball, das ist in Ordnung. Dann habe ich ihn nicht vergiftet? Der hat diesmal widerstanden, willst du mich verarschen? Ja, wenigstens einer hat Spaß. Okay, das ist der Feuerball. Nice. Ah, nicht getroffen. Das ist auch in Ordnung. Sag mal, wann bist du gestunt? Kopftreffer. Schön. Na endlich. Na, hätte aber mehr Schaden sein können, bin ich ehrlich. Oh, aber ich habe Magie. Aber die bringt mir, glaube ich, nichts. Ich hasse den Move. Schön langsam.
Der ist easy, wenn man die Moves kennt. Das ist der Feuerball. Mittlerweile kann ich die unterscheiden, ob es der Feuerball ist oder der Assi-Move. Nice, weißt du was? Du kriegst einen fetten Angriff ins Gesicht und dann nochmal. Das ist ja viel heftiger als ein Crit. Das ist wieder der Feuerball. Oh, das, den kannte ich nicht, aber wir haben's. Ausdauer! Ich hatte keine Ausdauer! Und das ist ein One-Hit! Das ist der Arschloch, ja. Ich weiß, aber ich kann es nicht verhindern. Ich sterbe einfach. Der kann, da kommst du nicht raus. Ich verliere all meine Leben an dem. Ich habe ihn wieder nicht vergiftet. Leck mich doch am Arsch. Ja Leute, das Projekt endet bei dem Boss, würde ich sagen. Diesmal nicht! Was war nochmal der schwerste Fight? Der eine Drache? Ne, aus irgendeinem Grund war es diese Missgeburt hier. Und was kriegen wir?
eine scheiß Magiewaffe. Why? 7,5 ich kann nicht mal mehr reden, Leute. 7,500 Runen. Das ist nichts. Wir haben etwa 6 Leben verloren, glaube ich. Wir haben nicht mal eine Klangperle bekommen. Nicht mal irgendeinen Schmiedestein, den wir brauchen können. Gar nichts. Wir haben einfach 6 Leben in den Sand gesetzt. Auf zur nächsten Mine. Ha, ich bin falsch. Ich muss hier runter. Aber da komme ich nicht runter. Ja, schön. Ja, dann machen wir eben das Siegelgefängnis. Ich will ja nicht umsonst hochgeritten sein. Siegelgefängnis von Celia. Ich wollte gerade sagen, nee, ist das nicht die Zauberin, aber nee, das war Selen. Naja. Let's lose some lives, bitch. Du hast sicher Bock auf Drachenscheiße. Okay. Da macht ihr auch was anderes? Ah ja. Kann tatsächlich was anderes. Aber ich habe ihn vergiftet. Nice. Hör auf, Junge. Der ist scary. Mama, bitte. Du warst gegen den. Ich kann doch einfach warten, bis die Foil ist killt. Oh ne, der kann ihn rüberschmeißen. Nicht mit mir, wollte ich sagen. Ich muss ein bisschen Abstand halten. Du, ich hab Zeit. Es ist mir scheißegal. Ich hab gerade 6 Leben verloren. Ich kann warten. Wie fühlt sich das an? Scheiße, das Gift ist aus. Ja, fühlt sich ziemlich scheiße an, muss ich sagen. Okay, er macht kleine Zauber, das ist gut. Ich bin gerollt. Er wird halt auch nicht gestaggert. Leute, ich habe echt keinen Bock mehr. Ich will nicht. Ich will nicht. Lasst mich, bitte. Ich habe ihn vergiftet, das ist schon mal gut. Jetzt muss ich ihn nur noch ein paar Mal anhauen. Die Aufnahmesession ist so cursed und so tilted. Als ob mich das umhaut. Was hast du für Magie? Was bist du?
Reicht das? Ich warte jetzt. Okay, ich muss den Baum nur schlau nutzen. Bleib jetzt da stehen. Solange er sich nicht bewegt, kann er mich nicht treffen. Diese Folge wird nicht besser. Lass mich raten, diese Runen habe ich schon längst verloren. Ja, klar. Ich werde nicht verrückt. Nee, keine Angst, Leute. Ich bin komplett sane. So, ich will da runter. Wie komme ich da nochmal runter? Hier. Ich renne da jetzt einfach durch. Hier übrigens geiler Zauberstab in irgendeiner Ruine hier. Keine Ahnung, welcher genau. Meteoritzauberstab. Richtig geil. Hey, ich hab sie gefunden. Ach, und das ist die Höhle, ja. Okay. Ja, gut. Das ist der Kristalltunnel von Celia. Die Höhle kommt man auch über eine Truhe, die getrappt ist. Damals auf dem Agilsee. Da gab es eine Truhe, die getrappt ist. Und die hätte uns hier hingebracht. Aber das bedeutet, hier ist, ja, hier wird die Sternenbestie drin sein. Und ich glaube, hier bekommen wir auch eine Klangperle. Aber ich will die Sternenbestie, nee, Leute. Die kann ich nicht machen. Nein. Ich kann die Sternenbestie nicht machen. Das geht nicht. Ihr habt es gesehen. Was der Scheiß möchte gern Drachen mit mir schon angestellt hat, ist die gleiche Arena, nur mit einem stärkeren Vieh. Und es ist hart. Das ist unser Schwert, wird nicht viel Schaden machen. Wir bräuchten einen Hammer. Haben wir nicht. Ich mach das nicht. Wir haben so viele Leben verloren und nicht mal an Hauptbossen, einfach weil ich ein scheiß Idiot bin. Das ist der einzige Grund, weil ich zu stur bin, um fürs Video zu sagen, weil ich fürs Video zu stur bin, einfach aufzugeben beim Boss und einfach abzuhauen. Kann ich nicht machen. Aber es ist dumm, weil wir kriegen nichts. Wir haben nichts erhalten in dieser Aufnahmesession. Es ist einfach traurig. Ich heul gleich. Jetzt werde ich wieder sentimental, ja? Erst die Owl House, dann Bäuche auf Schlitzen Ellenring und jetzt wieder komplette Trauer. Das ist ein Auf und Ab. Ich gehe jetzt in die scheiß Hauptstadt. Nee, ich mach den Turm. Das Rätsel ist, es ist wenigstens, da will mich, ja doch, es will mich jemand umbringen, aber es ist nicht so schlimm. Oh, hi, übrigens, hier ist unser Buddy, der Kleriker. Leute, könnt ihr... Die werden mich gleich stören.
So, jetzt können wir in Ruhe reden. Ah, look who we have here. How delightful to meet a familiar face, even after departing the Round Table Hold. I've been doing some learning of my own since then, actually, and will happily pass it along to you. Nee. Weißt du was? Deine scheiß Goldmaske. Kannst du in den Arsch schieben. So nämlich. Wie kommt man nochmal hier runter? Ach, da vorne. Da muss ich einmal ganz aus drum laufen. Ja, schönen Dank auch. Alles cool. Tief durchatmen. Gute Laune. Wir haben gute Laune. Und wir werden nicht verrückt. Ach komm, nehmen wir ein random Portal. Was kann schon schief gehen? Okay. Dann auf die andere Seite gebracht. Na gut. Gnade? Please? Nein? Oh, wait. Ich glaube, hier gibt es etwas, was ich brauche. Ich weiß nicht mehr was. Was war hier nochmal, was ich brauche? Ich hab's vergessen. Irgendwas wollte ich hier. Ich weiß noch. Moment. Der Sache müssen wir nachgehen. Da kann ich aber noch nicht hin. Oder ist das hier? Nee, das ist. Nee, das ist im anderen Gebiet, oder? I don't know. Wir gehen einfach mal weiter den Weg entlang. Da oben ist eine Gnade. Die holen wir uns kurz ab. Ja, das Windmühlendorf mit den Ladies. Ah ja. Die sind auch nicht verrückt. Genau wie wir. Ich gehe da jetzt in dem Dorf mal schnell gucken. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Dorf ist. Moin Mädels. Moin Jungs. Ich will gar nicht wissen, was ihr in eurer Karre habt. Ganz ehrlich, es kann nicht Worf sein. Ich glaube, das ist nicht der Ort, an dem ich was abholen muss. Ich weiß leider auch gar nicht mehr, was. Ich meinte, es war irgendwas Wichtiges. Aber ich habe es vergessen, was. Das ist richtig dumm. Aber so bin ich. What the hell is this? Na, wenn es so wichtig sein soll, dann wird es mir bestimmt wieder einfallen. I don't know. Wir gehen weiter. So, vor den Viechern, da müssen wir uns in Acht nehmen. Der hier, der so depri aussieht. Der ist nichts für uns. Wir wollen zum Nummer 1. 4, oder? 1, ne? Nummer 1. So, hier hätten wir die Gnade. Das ist schon mal gut. Da ist das Rätsel nicht mehr weit zum Magieturm. Wobei, wait. Das ist Quatsch. Ich weiß, was es in dem Magieturm gibt. Da gibt es Spells. Die brauchen wir gar nicht. Ich erinnere mich. Das ist ja der Magieturm, wo man ein Rätsel machen muss mit irgendwelchen unsichtbaren Dingern. Aber da kriegt man als Belohnung, kriegt man einen Unsichtbarkeitsspell. Das ist actually gar nicht worth. Oh, aber wir können hier hin. Nice, stimmt. Dann gehen wir hier hin. Zum 4. Da müssen wir auch noch hin. Richtig. So, und da sind wir in der Höhle angekommen. Hoffentlich mit Klangperle. Mein Gott. Ich bin so fertig, Leute. Ich weiß nicht, soll ich die Höhle überhaupt noch machen? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Ich weiß nicht. Ist es eine lange Höhle? Alterstunnel. Weiß gar nicht, was das für eine Höhle ist. Ich guck mal rein. Okay.
Da muss ich nicht rein. Ja, ich glaube, die ist ein bisschen länger. Ja. Also. Ich glaube, ich habe genug heute. Leute. Wir beenden den Part mal am Lagerfeuer. Also, diese Aufnahmesession, die habe ich um 20 Jahre gealtert. Ich gehe gleich in Rente. Tschö.